Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach König Nebukadnezar: Ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr verehrt meine Götter nicht und betet das goldene Standbild nicht an, das ich errichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und aller anderen Instrumente hört, sofort niederzufallen und das Standbild anzubeten, das ich habe machen lassen, ist es gut. Betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt retten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten, auch aus dem glühenden Feuerofen. Und aus deiner Hand, König, kann er uns erretten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Da wurde Nebukadnezar wütend. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal heißer heizen, als man ihn gewöhnlich heizte. Dann befahl er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollten Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie sie waren, gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen. Aber der Engel des Herrn war zusammen mit ihnen in den Ofen hinabgestiegen. Der König Nebukadnezar fragte seine Räte: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Sie gaben dem König zur Antwort: Gewiss, König. Er erwiderte: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen. Sie sind unversehrt und der 4. sieht aus wie ein Göttersohn. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahin gegeben, als dass sie irgendeinen anderen als ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten. Liebe Schwestern und Brüder, in einer leeren Kirche St. Antonius möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, wo Sie sind. Liebe Kommunionkinder, liebe Firmlinge, liebe Eltern und Großeltern, Sie sind zu Hause und wir sind gezwungen, zu Hause zu bleiben. Wir sind gezwungen von einem Virus, das klein ist, aber es macht die ganze Welt kaputt. Aber das Wort Gottes, das wir immer wieder in dieser Kirche hören, dürfen wir auch heute hören, wie wir schon gehört haben. Und im Namen des Pastoralteams möchte ich eine kurze Anregung über dieses Wort Gottes sagen. Wir haben gehört, dass 3 junge Männer waren bereit, ihr Leben hinzugeben, für ihren Gott zu sterben. Und dieser hat sie dem Tod entrissen. Unter keinen Umständen wollten sie eine falsche Gottheit anbeten, vom Glauben abfallen. Es wurde ihnen der Tod angedroht, sie wurden hineingeworfen in das vernichtende Feuer. Aber Gott hat diese 3 Junge gerettet. Liebe Gemeinde, der Tod steht uns allen bevor und es gilt trotzdem und gerade deshalb weiter, noch mehr auf Gott zu vertrauen.
Und zwar besonders in dieser Krise des Coronavirus. In der entscheidenden Stunde schickt Gott nicht nur einen oder mehrere Engel, wie er zu den drei Jungen geschickt hat, sondern er hat den Sohn gesandt und an die Seite all derer gestellt, die im Feuer offen in der Sünde und des Leides, der Krankheit und schließlich auch des Todes keinen Ausweg und keine Zukunft vor sich sehen. Aus dem Feuer der Vernichtung macht Jesus den Feuerherd seiner Liebe. Wir sehen immer das Kreuz, dass viele Menschen auch in dieser Zeit kommen, Einzelne in dieser Kirche, um das Kreuz zu verehren. Das zeigt uns, dass im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kein Mensch soll im Tod verloren sein. Und so diese drei jungen Männer, liebe Schwestern und Brüder, geben uns Mut, dass unser Gott uns auch in dieser Krise rettet. Er ist da, wenn wir ihn nicht sehen. Er wird uns in dieser Krise retten. Er wird das Virus, das die ganze Menschheit jetzt zugrunde bringt, wegmachen. Und so ermutige ich Sie, zu Hause zu beten, wie Daniel und seine Freunde an Gott gebetet haben und er hat sie gerettet. Deswegen sind wir auch als Pastoratin im Namen der Gemeinde immer bereit, Verbindung mit Ihnen zu bleiben, durch das Telefon oder auch, wo es möglich ist, Menschen zu erreichen durch karitative Aufgaben. Wir sind da für euch. Unser Gott rettet uns. Amen. Ich möchte jetzt im Namen der Menschheit einige Fürbitten vorlesen. Herr, unser Gott, ermutige die Christen zur Wahrheit und zur Liebe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mach uns bereit, einander zu vergeben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Führe die Völker zueinander, im guten Willen Frieden zu sichern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke den Verstorbenen in dir die Fülle des Lebens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten besonders für alle Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Für alle Menschen, die Angst haben vor einer Infektion. Für alle, die sich nicht frei bewegen können. Für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die kranken Menschen kümmern. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. Allmächtiger Gott, du bist uns zu Flucht und Stärke. Viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise des Coronavirus betroffen sind. Und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten nun, liebe Schwestern und Brüder, gemeinsam das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch und alle eure Familien, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.